Super schönen guten Tag, liebe Leute. Dann sind wir wieder bei der Pokémon Soul Silver Duel Lock Challenge. Wieder dabei mit Paul und Wiebke. Yahoo! Ja! Und in diesem Part gehen wir wieder in den Nicht-Knopfenser-Turm, in den. Die Turmruine? Turmruine, genau. Ich wollte gerade Ho-O-Turm sagen, das ist ja falsch. Und schauen uns mal die legendären Pokémon an. Richtig, können wir hier. Oh, es gibt doch wieder einen Counter hier. Smogon, du kriegst das Smogon. Ratfatz können wir nicht fangen. Species Claws. Species Claws, eine gute Claws. Ja. Eine sehr gute Claws. Sonst wären wir schon vollgepackt mit Ratfatz. Oh, das ist einfach schneller als du. Also als mit Zerbellan. Okay. Gut, dann werde ich dich umbringen. Du Kackfratz. Ja. Kackfratz! Ja! Gegen die Legendären müssen wir, glaube ich, nicht kämpfen. Gegen die Trainer was? Gegen die Legendären. Ach so, nee. Trainer gibt's hier, glaube ich, nicht. Doch. Echt? Da war auch mindestens ein so ein Feuertypi. Echt? So ein Feuerspucker. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich habe den da oben gerade gesehen noch. Bei Bob Bodo war der. Bob Bodo war bei dir ein Feuertrick. Kann man da oben noch ein Item holen? Pack. Da. Oh ja, dann sollte ich lieber nicht Mozzarella nehmen. Nein, nee. Ich will mir deinen Bericht nicht angucken. Ich weiß, dass du ein bisschen. Fuck, was war Mozzarella nochmal? Du hast da ein Set. Ein bisschen intelligent. Ah ja, Mozzarella war intelligent. Sehr pfiffig. Hallo, Herr Feuerspucker. Was machst du hier? Bist du schon? Ich kann Pan Junior werden, weiß. Wenn jemand weiß, wie fertig ist es mit Feuer zu spielen, dann sind das wir Feuerspucker. Irgendwas sagt mir, dass er schuld daran ist, dass das Tor hier abgefallen ist. Ja, genau. So ein bisschen Ironie steckt schon darunter. Turmruine. Und dann Feuerspucker da reinpacken, das ist schon lustig, ja. Okay, hat keinen Feuerspucker. Natürlich hat er Swobat. Au, hoho, stimmt, ich habe ja ein paar neue Moves. Surfer! Das sollte mir auf jeden Fall in der Arena einige immense Vorteile bringen. Wow. Oh, One Hit. Ja, ich glaube, das ist gerade mit unser stärkster Slot. Oh, schön. Also abgesehen vom Level, aber. Natürlich, aber. Aber so dafür, das ist halt der Starter. Der Starter ist halt immer OP. Natürlich. Oh, Surfer und One-Hits. Oh, One-Hits sind so schön. Das macht so viel Spaß, einfach durchzurushen. Ist halt echt so. Der Spielfluss wird dadurch so richtig schön angenehmer. Ab jetzt kannst du noch besser werden. Oh ja, das auf jeden Fall. Jetzt kommen ja langsam ein paar nützlichere Attacken. Mhm. Oh, ein schönes Level. Und Fukano, klar, nehmen wir auch noch mit. Ja, das wird auf jeden Fall dann wieder kein One-Hit, weil das ist ja ganz schön schwierig zu besiegen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt, wo mein Angriff gesenkt wurde. Also, und das Surfer ist ja leider speziell hart Ärger. Das ist ja auch schon noch Level 17. Was? Da hätte ich jetzt gar mit drin gerechnet. Nein, nee, noch nicht mal Kill. Oh mein Gott, Hebeflock. Hex, das, nee. Irgendwas, also. Ist scripted. Tyrakot ist voll Cheater, ey. Ist halt echt so. Mein Gott. Sonderbomben ist hochgepowert. Gegengift. Sehr schön. Sehr gut, das hatten wir letztens. Wollte gerade sagen, wir haben nämlich keins mehr. So, jetzt packe ich aber wieder Mozzarella nach vorne. Um die Pokémon zu fangen, weil wir kriegen ja auch ein Pokémon hier. Und Mozzarella. Oh. Fuck. Na gut. Hier bei den Turmruinen das Feuer spucken. Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. Ja, ich bin schon klar, dass er das hier übt. Da merkt's ja keiner, wenn er mal was daneben kokelt. Ah, das ist echt fies. Lutexo! Ja, gut. Hey, ich bin Mozzarella, ich... Okay. Ich hab voll die Schocks dagegen, okay? Ja, nee, dann lassen wir das mal. Wir holen mal lieber unseren Frechen. Ich bin der zweite Gen-Starter. Oh yeah. Oh nein, es ist Heuler. Das ist jetzt auch wieder sehr tragisch. Tut mir leid, Lutexo, das wird ja auch nicht so viel bringen. Nee. Leider. Denn ich kann nicht einfach tot surfen. Weißt du, mein Lebenstraum war nicht nur Surfer. Was war das andere? Der Lebenstraum von Hebeflock, der hatte auch noch einen anderen Traum beim letzten Mal. Was? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Mathe. Lebenstraum? Hab ich da geschlafen? Irgendeiner hatte in der letzten Folge irgendeinen Traum von irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Und deswegen konnte er das so gut. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Smogon! Ja, du kriegst einen Smogon! Das hätte ich gerne gehabt. Ja, ich weiß. Schon wieder was Rundes. Okay. Praktisch. Das kann auch keine starken Giftattacken. Ich würde sagen, wir machen einmal Zerschneider, dann schlafen wir. Außerdem bist du ja auch vom Typ Gift. Richtig. Ah ja, ich vergesse es immer. Mhm. Ja, Smog. Ich mache einfach zwei, dreimal Zerschneider, dann mache ich Schlafpuder, dann sollten wir das sicher im Kasten haben. Oder besser gesagt im Ball. Hey, es hat keine Wirkung. Oh nein. Ja, Schlafpuder. Idiot. Doch, ich krieg einen Idioten in meinem Team, was soll das denn? Das ist kein Idiot, das ist. Er guckt nur ein bisschen dumm, Macht Giftpuder auf und Gift Pokémon. Gut, dass ich ihn steuern kann. Ich glaube, dann reicht ein normaler Pokéball. Na komm! Reicht ein Pokéball. Es ist ein Smogon Level 14, was schläft. Stimmt.
Ja. So, muss ich mal sagen, schönen Namen. Übrigens, wir haben geguckt in unsere Boxen für beiden von uns jeweils 4 Pokémon und jetzt und hat Paul sogar 5. Ja. Das okay. Giftgas, das es umgibt, ist etwas leichter als Luft. Dadurch schwebt es in geringer Höhe. Ah! Aha. Deswegen schwebt es. Das ist cool. Das ist tatsächlich eine gute Erklärung. Ich finde es cool, dass sie immer Erklärungen für die schwebenden Pokémon haben. Oder fast immer. Naja, also bei so ein paar. So, da gucken wir nochmal auf die Liste. Es ist giftig, wenn man es einatmet. Keine von den Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe, ist giftig, wenn man sie einatmet. Ich glaube schon. Ja, für dich. Ich glaube, das zerfetzt dir schon ein bisschen die Atemwege. Also es ist ja so eine Art Klumpen. Ja, geh einfach auf den Klumpen. Klumpen. Was haben wir denn hier, was klumpig ist? Und was ist Lila vielleicht? Oder was ist vielleicht... Lila, haben wir was oder guck mal, dieses Gas... Du siehst schon irgendwas auf der Liste und ich sehe es nicht. Ja. Was denn? Die Cola. So mit Kohlensäure, Gas und wenn man es einatmet. Ich glaube, Cola, nicht dran gedacht. Ich glaube, Cola macht dir echt die Schleimhäute kaputt, wenn du es einatmest. Okay. Würde ich mal so sagen. Oder wollen wir schon Werbung machen und es Coca-Cola nennen? Nein. Das ist kein Product Placement. Ich krieg da kein Geld für, dass ich das sage. Okay, kriege ich echt nicht. Das wäre schon schön. Ja, ja. Okay, wir haben Cola. Yay. Wir haben Cholera, fantastisch. Cholera. Haben wir Zertrümmerer dabei? Ja. Haben wir? Ja, aber ich weiß nicht wer. Es Schokolade! Schokolade! Natürlich. Erst hatte es Okraschote und dann mussten wir es Schokolade geben. KP Plus. Wollen wir das einsetzen oder verkaufen, ist die Frage. Verkaufen gibt mehr Geld. Diese 10 EVs bringen es nicht. Was ist mit den AP Plus? Wollen wir das irgendwann einsetzen oder das verkaufen? Ich finde AP Plus bei so 5er Attacken ganz gut eigentlich. Ja, das stimmt. Wenn man dann irgendwann mal 3 Stück zusammen hat und so. Das ja, das lohnt sich AP Top ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, oh, Ratz, klar, aber Ratz. Das kriegt man glaube ich erstmal nicht so richtig. Ich werde es nicht besiegen, ich werde es nicht flüchten können, oder? Oh doch, diesmal kann ich flüchten. Du hast ja Level 19, also das macht ja schon einen ganz schönen großen Unterschied. Ja, ein Level ist halt echt schon. Okay, gehen wir zu den legendären Pokémon. Ich meine natürlich, oh, das sind legendäre Pokémon, die habe ich gleich gesehen. Was? Oh mein Gott, legendäre Grobkatzen. Und sie springen hin und her. Nein, oh mein Gott, Entei, hüpf, hüpf, hüpf. Wird es etwa vor mir landen? Was? Oh mein Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt kommt der Typ runter und sagt so, boah, ich bin so einfach richtig. Verdammt. Ah, hast du das gesehen? Ah, verdammt, 10 Jahre verfolge ich sie. Nein. Die so weiter und dann her, überwältigt. So cool, na, sei cool. Ich wusste genau, was du willst. Legende. Ja, das ist die Zukunft. Wiebke. Ja, geh mal ein bisschen energischer auf das Ding zu. Passt schon. Ich glaube, hier gibt es aber nicht. Nee, da braucht man. Da komme ich nicht ran, oder? Da ist die Säule. Schade. Nee. Ich komme hier momentan noch nicht heraus. Das ist dann ein Problem. Ich muss hier erst mit Stärke irgendwas machen. Dann brauchen wir vermutlich erstmal einen weiteren Orden. Also, ja, genau, weil wir. Ich frage mich, ob der nächste Orden Stärke oder Surfer macht, aber wahrscheinlich erstmal Stärke, ne? Ja, Stärke, Surfer noch nicht, weil man soll ja noch nicht nach rechts gehen. Okay. Dann kannst du jetzt ja nochmal die Route da links zu Ende abklappern, da war ja noch ein bisschen was. Ich wollte euch in der Arena ein bisschen trainieren, du machst dann die linke Route und... Oder so. Und dann mache ich den Arena-Leiter. Okay. Oder dann je nachdem, so. Wie weit wir halt kommen, ne? Ja, dann... Aber ich glaube, es wäre halt wirklich besser, wenn ich den Arena-Leiter mache, dann, mit der Dunkelklaue. Ja, das auf jeden Fall. Aber dann musst du trainieren und dann... Ja, klar, ich... Ist doch die Arena der perfekte Ort dafür! Wollte gerade sagen, deswegen werde ich jetzt ein bisschen in der Arena ein bisschen... Obwohl... Ich will Mozzarella auf jeden Fall noch... Level 21 bekommen. Namenslose Pokémon. Nein, namenslose Pokémon sind da umgekommen und dann sind sie vielleicht. Nein, natürlich nicht. Nein, auf keinen Fall. Regenbogen und Feuer-Pokémon. Nein. Das ist dann schön, dass du mir diese Geschichte erzählst. Ja. Wieso habe ich dich angequatscht? Oh, du warst einmal in der Arena-Leiter. Mama ruft an, ist mir eigentlich egal. Dann kannst du den Puppenmarkt gegen kriegen wir nochmal Bären. Ah, sehr schön. Bären. Wollen wir davon eigentlich ein paar mal welchen geben? Ich meine. Von den Bären? Kann man machen. Ich meine, wir haben da genug von, also besser ist gar kein Item, oder? Ja. Kann einen im Notfall schon mal den Arsch retten, so eine Beere? Das stimmt wohl. Dann sollten wir die vielleicht mal einsetzen. Bam, 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 bam. Ja, finde ich gut. Machen wir. Okay. Erstmal schön lange überlegen. Ja, ich musste noch überlegen, weil, also keine Ahnung, ob man die vielleicht im späteren Spielverlauf eher braucht, aber du hast recht, wir haben eigentlich genug davon wahrscheinlich. Ich würde das sagen. Geh mal zu den Bären hin. So, wir haben... Oh ja, sagen, immer 5 davon. Na gut. Das ist gegen Attacken vom Typ Feuer. Die würde ich tatsächlich mal sehen. Du hast schon ein Item. Eigentlich nur, aber machst du Wundersaat, ja. Okay, wir bräuchten irgendwas gegen Boden. Wir haben Gift-Elektronen-Flug. Das heißt, auf jeden Fall Boden. Boden, die geben wir bei, glaube ich, sowohl Currywurst als auch Quinoa. Ja. Definitiv. Die Schuke-Beere. Voll die Competitive Strategies. Ja, so und Hähnchen braucht auch irgendwas gegen Wasser.
Stahl, Geist. Geist könnte ich tatsächlich in der Arena dann brauchen später. Ja, aber das sind doch keine effektiven Attacken. Du hast doch nichts, wo Geist effektiv drauf ist. Ach ja, stimmt. Okay, geben wir Hähnchen aber eine Sinnebeere. Yay! Yay, eine Sinnebeere! Woo! Okay, schön. Dann mal ab in die Arena. Wollen wir uns mal die neuen Pokémon angucken mit den Wesen und so? Ah, Wesen? Wollen wir uns die Wesen schon ansehen? Von mir aus nicht. Ich dachte, da warten wir drauf, bis wir uns ein schönes, bis irgendjemand stirbt. Okay. damit wir einen schönen Moment wenigstens noch haben. Also, Arena-Leiter oder linke Route? Ich suche gerade die Arena. So. Ich habe sie nicht gesucht, also ich habe sie nicht gefunden. Na gut. Ja, das war sie. Gibst du mir ein Tafelwasser? Oder nee, war das ein Diamant und Perl? Schwarz und Weiß. Schwarz und Weiß? Was ist Diamant und Perl? Nee, Schwarz und Weiß, soweit ich weiß. Schade. Weiß, lol. Ja, ich pack trotzdem kurz die Mozzarella nach vorne, weil ich ein paar EP farmen will. Richtig. Ich glaube, das schaffst unsere Pokémon Schaden zu zufügen. Naja, ich greife weder mit Kampfattacken noch mit Normalattacken an, also. Sollte laufen. Die ist so ein Nebulak-Fankind. Was? Sie hat ein Fehlerbein in dem Bild gemacht. Oh oh. Das sieht halt nur so aus, als ob die Wellen von dem See ja unterschiedlich. Das ist nicht schlimm. So, Hefeflock. Ah, ich muss aber aufpassen. Ich darf Hefeflock nicht über Level 25 bringen. Ja, aber das sollte jetzt erstmal nicht passieren. Ja, ich meine ja nur, ich werde jetzt mit ihm die ganze Arena durchrushen, also. Ja, stimmt. Ich werde trotzdem, wenn ich dann, bevor ich sie in der Arena-Leiter kämpfe, auf jeden Fall nochmal meine anderen auch auf Level 25 bringen. Oh ja, das wäre gut. Weil der könnte halt echt schon stark werden. Richtig, weil wir keine effektiven Stab-Moves haben und das ist immer mies. Wir haben zwar Dunkelklaue, was eine hohe Volltrefferquote ist, aber. Es ist halt trotzdem nur ein 70er Angriff. Richtig. Naja. Und kein Stab. Und, ja doch, physischer Angriff ist schon relativ gut. Was mir ein bisschen Angst macht, ist Konfusstrahl und sowas. Oh ja, das könnte richtig nervig werden. Eissan! Oh, das ist, oh, bringt mir hier zwar gerade nichts, aber. Aber ist auf jeden eine Fall. Eine fantastische Attacke, bevor ich Raserei vergesse. Ja. Ich muss sagen, Hefeflock hat einen relativ guten Movepool. Oh ja. Sehr gut tatsächlich, also. Sehr schön. Gundula, wieder im Nebulak. Output ist es ordentlich. Der hat immer 5 Pokémon. Und alles sind Nebulak Level 16. Das ist spaßig. Spaßig! Magst du Nebulak? Ja. Weißt du? Ich finde Gengar ziemlich geil, also man kann's gut benutzen. Nebulak war tatsächlich im Pokémon-Kartenspiel so eine richtig lustige Karte, weil das erste Nebulak hat da so eine Attacke, falls du dich erinnerst, wir haben ja mal mit Pokémon-Karten gespielt. Ja. Aber falsch, also wir haben nur die Attacken eingesetzt und Energiekarten. Das war so eine Attacke, wenn der Gegner es besiegt, dann. Ist der Gegner auch besiegt, also wie Abgangsgrund. Oh, cool. Und das hatte ich halt deswegen immer in meinem Team drin, weil ich damit halt immer ein Pokémon vom Gegner safe ausschalten konnte. Ja, klar, wenn man das so spielt, wie wir es gespielt haben. Ja, klar, so wie wir es gespielt haben. Das richtige Trading Card Game funktioniert natürlich wieder anders. Das habe ich ein bisschen mit meinem Papa gespielt, tatsächlich. Echt? Ja. Also ich habe da ja auch ein Deck, also ich finde es cool. Mein Deck ist nur nicht mehr aktuell, weil mit jedem neuen Booster Pack, was rauskommt, wird das ja immer... Volcanion und Mega Mewtwo und X und die neuen GX-Karten, was ein bisschen an Yu-Gi-Oh! GX erinnert, aber okay. Das fand ich auch lustig, ja. Und deswegen kann man dann sein altes Deck eigentlich fast gar nicht mehr benutzen, weil die Karten dann immer besser werden nachher. Dann nicht geht das aus. Ist echt schwierig, ja. Ja, aber man kann runterfallen hier, ne? Ja, genau. Wenn man rausgeht, gehen die Lichter auch wieder an. Oh, cool. Ach so, wäre sonst fies, ja. Ja, das wäre sonst voll gemein. Da müsste man ja... da müsste man online gucken, Schiss, wo muss ich lang gehen. Oh, voll fies. Ein Apollo. Apollo schon gleich. Jetzt wird mir ein bisschen härtere Geschütze hier auch gefahren. Ein ganz bisschen. Ganz bisschen. Ich werde trotzdem weiter Hefeflock einsetzen. Es wäre so mies, wenn irgendwann mal so ein Pokémon-Spiel rauskommt, wo einfach die wichtigen Trainer auch richtig krasse Items auf dem Pokémon haben. Also ein Fokus-Code auf so ein Apollo oder so. Ja, klar. Boah, das wäre so mies. Ich fände es schön, wenn so ein Pokémon-Spiel mal ein bisschen schwerer würde. Ja, vermutlich müsste man dann irgendwie so einstellen. Leichter Modus und harter Modus. Ja, gab es ja bei Schwarz und Weiß, aber da waren die auch nur 5 Level stärker alle, also... Bei Schwarz und Weiß gab's das? Bei Schwarz und... Ja, wenn man es durchgespielt hat mit diesen Regis-Schlüsseln, da gab es einen leichter Machschlüssel und einen stärker Machschlüssel und dann konnte man so... Nee, bei Schwarz und Weiß 2. Da konnte man dann so tauschen am Ende, also erst als man das Spiel durchgespielt hat, was dann unnötig war. Ja. Und dann waren alle Pokémon entweder 5 Level schwächer oder 5 Level stärker. Okay. War... Okay, also später hat das halt zum Erfahrungsfarben, war das relativ gut, aber ich fände es am Anfang cooler. Nicht unbedingt, dass sie stärker sind, sondern dass sie einfach besser spielen. Genau, bessere dass Items. Dass die KI besser ist, dass sie mal Items haben, die wichtigen Trainer. Dass die Attacken die auch vernünftig einsetzen und nicht immer so dumme Attacken einsetzen. Ja, das wäre irgendwie cool. Ja. Das würde ich mir mal wünschen. Game Freak, falls ihr das hört. Ja, hört, ja. Komm, wir gucken uns Let's Plays von irgendwelchen Leuten an, die kaum Abonnenten haben und
uns Tipps geben wollen. Ja. Über unsere eigenen Spiele. Ja, vielleicht hört das ja irgendwer, der es dann weiter sagt, dann irgendwen, der es auch wieder weiter. Ich glaube, es gibt genug Leute, die wollen, dass Pokémon ein bisschen schwerer ist. Fuck, wieso bist du immer noch verwirrt? Achso, hä? Hat er eben schon wieder Konfusstrahl gemacht? Ja, als du reingeswitcht bist. Ah, habe ich gar nicht gemerkt. Naja. Naja, was soll's. Glück gehabt, nichts passiert. Ach ja, übrigens, wenn Mozzarella sich entwickelt, nehmen wir es natürlich auf. Wie oh, wir ja. es bei Hähnchen gemacht haben. Natürlich. Medium Dorothea. Huhuhu. So, dann möchte ich jetzt mal ganz kurz heilen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Dazu schmeiße ich mich mal kurz in die Schatten. Ich gehe mich kurz heilen. Tschüss. Versinke in der Dunkelheit. War das jetzt so heilsam? Ja, ich glaube, das war, ja doch. Ach, das Pokémon Center ist ja hier. Mm. Auf einer Ebene, wie schön. Auf einer Ebene. Wie in Photoshop. Ja, er hat das nicht gesagt. Oha. Bei Ebenen. Ja. Ja, weil man damit Ebenen arbeitet. Ja. 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 Ich habe nur die Ebenen-Ebenen-Verbindung nicht hinbekommen. Also. Ach so. Weil. Weil man da Ebenen benutzt. Ja, okay. Okay. Von mir aus. Lassen wir das Thema. Wie lange wollten wir noch nehmen? 4 Minuten. Okay. Mozzarella! Wuhu! Das Gesicht von Mozzarella strahlt Feuer. Oh, Mozzarella ist glücklich, weil sich bald entwickelt. Ja, bestimmt. Wir sollten uns mal Gedanken darüber machen, wann und wo wir einen Blattstein herbekommen tatsächlich. Brauchen wir einen Blattstein für Satzenia? Für Satzenia brauchen wir Blattstein, ja. Aha. Ich habe den Frühling mit einem Pokémon verbracht, dann den Sommer und den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling, wir haben 4 miteinander durchgemacht. Ihr wart also ein Jahr zusammen. Ein und ein Vierteljahr. Ein Vierteljahr. Ja. Mhm. Glückwunsch! Weil das ist ihre Pokémon. Ein Alpollo. Was schon Level 22 ist, was mir nicht ganz so gefällt. Das ist viel. Aber ist okay, Hefe Flock! Sollte sich Level 22 darum kümmern können. Ich war Hefe Flock! Ah, Tiefschlag! That predict. Der hat aber schon Tiefschlag. Oh, da musst du später aufpassen, dann kannst du seinen Gänger bestimmt auch. Na gut, das ist immerhin kein Step. Es ist kein Step und es ist ein physischer Angriff und normalerweise sind Gengar speziell, also. Richtig. Aber es kann trotzdem gemein sein. Ja. Aber das heißt, wenn ich zum Beispiel mal heile, dann. Ja, dann sollte er mich da nicht treffen, dann habe ich ein Safe Heal sozusagen. Mhm. Wenn er das einsetzt, im Tiefschlag. Ja, ja. Weißt du, was auch eine dumme Erneuerung war, die mein Pokémon spielen kam? Weißt du noch, war es bei Schwarz und Weiß, wo man dann, wenn man gegeneinander gespielt hat, gab es diese Itemwerfer, wo man jede Runde. Punkte gesammelt hat und man sich damit Toppelebern und sowas beschießen konnte. Ja. Das war interessant, aber. Fand ich auch komisch. Es war seltsam, ja. Sieg und Niederlagen, ich hasse. Ich hatte beides. Ich habe verstanden, ich hasse beides. Zack, zack. Warum spielst du dein Pokémon? So. Okay, letzter Kampf. Ah, da muss ich außen rumgehen. Ja, voll fies. Dam, 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 dam. Hallo, Nebulak. Guck mal, die ist schon Level 18er. Gerade eben waren es noch 22. Ja, schon, aber die Nebulak vorhin war Level 16. Ach so, das meinst du. Ja, gut. Ja, ich mach weiter Hefeflock. Upsteps. Trainieren kann ich immer. Safe. Glaubst du, die Pokémon-Trainer in den Arenen stellen sich extra auf, dass die Starken weiter hinten sind? Ey, du bist schwach, du gehst nach vorne und dann fängst die Neulinge. Naja, durch das Spiel schon. Ja, durch das Spiel, aber jetzt so, wenn man es so vom Logischen her bedenkt, so. Vermutlich trotzdem. Ich weiß, man kann es nicht auf logisch stellen, aber weil es Pokémon ist. Und ein Spiel. Und ein Spiel. Spielrealität und so. Aber ich glaube schon. Glaubst du, ich sollte ihm für den Kampf eine andere Beere geben? Sowas wie Persimbeere? Wegen der Konfusstrahlen, Wegen Konfusstrahlen, ja. Stimmt, für den Arena-Leiter, das ist vielleicht ganz geil. Wäre relativ nützlich, weil... Was hast du gerade drauf? Oh nein, Fluch. Okay, ich muss austauschen. Gerade habe ich einen Seegesang drauf. Ach so, stimmt, ja. Okay, jetzt muss ich... Nee, dann lieber die... Lieber so eine schöne... Ah! Persimbeere. Heilbeere, ja. Ich muss mich kurz anders hinsetzen. Okay. Ah, besser. Ich muss jetzt austauschen. Ja, das würde ich dir der wenn ich dir einen Tipp geben dürfte. Ey, Level Up, der negiert den Fluch doch bestimmt. Das wäre schön, ne? Ja, wäre es. Level Up, Statusveränderungen heilen. Aua, aua, aua. Oh, naja. Oh, der Fluch macht echt viel Schaden. Nebulak, ja. Ein Viertel, ne? Ich glaube. Quinoa. Ich meine schon. Es zieht dir selber die Hälfte ab und danach dem Gegner immer ein Viertel. Mhm. Im Competitive-Bereich ist die Attacke vollkommen scheiße. Ziemlich. Aber gegen andere Trainer zu spielen kann relativ gut sein damit. Also im Spiel halt. Oh, es wäre so gut, wenn du Donnerblitz erlernst. Oh, siehst du genau, das meine ich. Mhm. Die Persimbeere wird sehr, sehr gut sein. Das denke ich auch. Ich schwöre dir, wenn wir wieder bei der Geisterarena verkacken, ne? Das wäre so traurig. Dann werde ich nur noch Pokémon spielen, Let's Play, wo es keine Geisterarena gibt. Und dann so Top 4 Geist. Verdammt. Ja, gibt es doch irgendwo. Ja, klar. Zum Beispiel in Höhlen. Boah, von Höhlen weiß ich gar nicht mehr die Arena-Leiter genau. Oras. Hast du Oras nicht gespielt? Doch.
Aber... Eine... Geist-Arena-Leiter? Nee, Geist-Top 4. Ach, Geist-Top 4. Ach so, ja, in Höhlenwald. Ja, ich weiß, ein Arena-Leiter. Wiebke. Aber Geist-Top 4 gab es... Weiß ich gerade nicht. In Höhlen auf jeden Fall. Ja, und ganz am Anfang Kanto halt, ne? Baumwollsaat. Was genau bringt Baumwollsaat? Ich glaube, Spezialverteidigung? Nee. Heften sich an den Gegner, den Initiativenwert sinkt stark. Nicht wahrscheinlich so besser als Heuler. Ach so, ja, vielleicht. Ah, besser als Heuler ist auf jeden Fall es immer. Alles ist besser als Heuler. Ja, das stimmt. Jetzt außer Platscher. Ich wollte, dass irgendjemand in den Kommentaren ist. Aber Bennett Platscher ist nur noch viel unnötiger. Oh, hübsch. Gut, bis wir das beheben, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschö.